Willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 9. Ich wollte schon Siedler 2 sagen. Nee. Erstmal 1. So. Oh, hier könnte man den ganzen Weg entlang pflastern mit. Kohle gefunden. Ah, schade, aber nur ein kleines Vorkommen. Die suchen an der falschen Stelle, sehe ich gerade. So, wie sieht's aus bei den Pinken? Da habe ich doch mal was angegriffen hier irgendwo. Wo war denn das jetzt? Da. Hat wohl nicht geklappt, so wie es aussieht. Hm? War wohl eine Flaute. Was haben wir hier? Waffenhammer. Soldaten haben wir auch ein paar. Nur keine Rekruten, oder? So wie es aussieht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir nochmal unser Glück. Jetzt gehen wir halt mal mit 4 Stück nochmal ran. Ansonsten müssen wir sich halt doch noch überlegen, ob man nicht eine Burg irgendwo hinbaut. Gerade aus Trotz, wenn man es nicht schafft. Aber eine Burg soll man natürlich da hinsetzen, wo sie auch effektiv ist. Also auch zum Schützen der Gebäude oder so. So wie hier zum Beispiel irgendwo hin. Durfte ich das jetzt hier zwischen rein? Nein, darf ich nicht. Super. Toll. Oder hier. Lebensmittel. Auch nicht. Und da. Da dürfte ich. Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Elf Stück. Und nochmal einen gekriegt dazu. Ach Leute, jetzt schickt doch nicht die Kohle. Aha, aha, kleines Kohlevorkommen hier oben. Hm, Kohle, da kriegen sie wieder. Bisschen wenigstens. Prozent, 95%. Also hier gibt es schon ein bisschen was zum Ausbeuten. So. Na, was ist los? Warum arbeitest du... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, warum arbeitest du nichts? Haben wir es jetzt eingenommen? Jawohl, haben wir. Mit viel Verlust, so wie es aussieht. Egal, aber wir haben es geschafft. Ich werde nachher sowieso wieder austauschen. Die ganzen Soldaten. So, da ist auch Ende mit Land, Bergwerken. Sehr schön. Da war jetzt auch noch ein bisschen Kohle übrig. Da wurden sie direkt von da drüben kriegen. Na, hier oben. Ah, seht mal. Seht mal, was hier ist. Das ist nicht weit weg. Da kriegen sie es dann direkt geliefert. Das ist doch eine gute Stelle hier. Perfekt. Ah ja, super. Das ist klasse. Okay, da kommt das schon von hier drüben nämlich. Könnte man da einen direkten Weg noch bauen, dass sie direkter laufen? Eigentlich hier durch die Wüste durch. Einmal darüber. So.
Und dann von hier aus noch an die Flagge rüber. So rüber. Ja. Das ist super. Das ist perfekt. So bin ich zufrieden. So, da kommt auch schon wieder ein bisschen was von da drüben her. Ja, weil die hier vollstopft mit Kohle, ey. Das ist Drama. Ah, wie will die kriegen, ey? Da unten. Ja, auch bestimmt. Ja, da geht jetzt nicht mehr so viel. Den brauchen wir bald wahrscheinlich gar nicht mehr. Weil zum Großteil alles von da oben schon was geht. Waffen haben wir auch wieder ein bisschen. Oh, wir können wieder austauschen demnächst. Das werde ich jetzt auch tun. Das machen wir jetzt. Einmal. Zack. Hier, zack. Die Schwachen bitte in die Burg, die Guten bitte raus. So. Lauft schneller, bevor wir noch angegriffen werden, was ich wohl kaum glaube. Aha, weil hier ist auch nämlich so ein beschissener Gefreiter. Und ein Obergefreiter. Der darf natürlich auch wieder nach Hause gehen. Wollen wir nicht haben hier draußen. Also mindestens Unteroffizier sollten sie sein, um irgendwo an der Front zu stehen. Ah, da kommt nämlich auch wieder einer. Okay, das ist ein Unteroffizier. Ja, da geht schon wieder einer raus. Ist auch gut. Feine Sache. Ja, wohin läufst du denn? Da rein? Nee. Voll heftig, wie sie hier rumwuseln. Der macht auch nur seine Arbeit. Ist sehr gut hier. Das steht hier. Ach, das Ding steht hier ganz alleine. Da könnten wir auch mal angreifen demnächst. Aber erst wenn die hier mit Gold versorgt sind. Und wieder voll ausgerüstet hier. Oder halt voll besetzt sind. Vorher auch nicht. Jetzt warten wir erstmal, bis der Austausch stattgefunden hat. Sorry. Haben Kloß im Hals. Auch. Der hat auch noch hier. Ja, hier müsste ich ja die Burg einreißen, dass ich dem das hier platt mache. Ja gut, der hat ja auch nichts mehr. Der Gelbe, der ist auch so gut wie fertig. Eigentlich alle von denen. Oh, was sagt uns... Oh, alle raus. Aha, okay. Bin ich ja mal gespannt, was am Ende übrig bleibt nach dem Austausch. Oder Eisen. Lagern alles schön ein hier. Der hat auch nichts mehr. Ach, hier schwirren sie auch noch rum, stimmt. Aha, da gehen sie auch rein. Sag mal. Sind die Baumknutscher so lahmarschig, oder? Hier die Wälder abholzen mal. Es geht, hey.
Bin ich ja schneller, wenn ich hier abholzen tue, alles. Jetzt muss ich erstmal warten, ey, das wuselt jetzt so mit den Soldaten, ey. Ich habe gerade keinen Überblick mehr. 2, 3, 1, okay. So, der bleibt da hoffentlich jetzt drin. Die Gefreiten möchte ich draußen einfach nicht mehr sehen. Komm auch nicht raus. Gut so. Ansonsten, wenn ich die nochmal draußen sehe, zum Beispiel wenn ich jetzt hier schaue, was habe ich? 14. Okay. Dann schaue ich hier rein. Guck mal hier. 4. Jetzt müssten 10 Stück da unten drin sein, was ich aber kaum glaube. Also sind noch welche draußen. Halt. 10, 0, aha, okay. Also sind noch 10 Stück irgendwo unterwegs. Da läuft nämlich wieder einer. Wieso schicken sie denn die wieder raus? Die sollen doch die anderen rausschicken. Ach je. Naja, ist ja auch egal. Ich denke mal, ich brauche jetzt da so große Ansprüche gar nicht mehr setzen, weil die haben ja sowieso keine Chance. Ich mache euch alle platt. Haben die jetzt mal ihr Gold gekriegt? Nee, auch noch nicht, oder? Ja, hallo. Gold. Ich brauche Gold, ganz viel Gold. Ah, wo ist es? Wo kommt's? Bleibt's. Da ist nirgends. Ist auch nirgends. Keine Lieferung. Ah, das sieht gut aus. Da kommt. Die bringen das jetzt bestimmt. Ah ja, guck mal hier. Die bringen das jetzt bestimmt schon mal rüber. Jawohl. Wird auch mal Zeit. So. Ist Arbeit. Keine Arbeit. Kein Material. Eisen ohne Ende, aber zu wenig Kohle. Schneller. Wieso schafft ihr nicht voll ausgelastet? Wieso macht ihr das? Wieso tut ihr mir das an? Warum? Ich wette, die Frage können sie mir nicht beantworten. Oh Mann. Oh, 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 oh. Ah, da wäre auch noch großes Kohle. Komm, machen wir uns den Spaß. Bauen wir noch hierher. Dann wird ja hoffentlich genug kommen. So. Weil da oben ist ja auch nichts. Da oben ist gar nichts. Muss ich hier nochmal eins, aber ich denke, das wird gut laufen. Lagert ihr etwa Bretter ein? Ja, leck mich. Da kann ich doch mal eine Burg noch irgendwo hinklatschen, ey, wenn ihr so viel übrig habt. Ha, wieso bin ich so sparsam? Und der wartet immer noch auf Material und kriegt nichts, oder wie? Leute, wieso lagert ihr Bretter ein? Ach, der bringt's von da unten, oder wie? Tatsache. Die bringen von hier Baumaterial, das gibt's ja nicht. Muss doch einen schnelleren Weg noch geben, oder? Kann ich da nicht mal irgendwie was bauen hier? Großartig, Knäge nicht. Da kommt schon Holz.
Na, endlich. Gut. Eins, vier, vier, okay, ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig. Sollte ich noch ein bisschen Nachschub bekommen. Weil sie könnten auch mal mich angreifen und dann wäre es natürlich schlecht, wenn ich keine Soldaten habe. Kennt man ja aus den anderen Parts, wo sie mich auch schon angegriffen haben und nur halb besetzte Gebäude hatte. Ne? Ah, das gibt's gern mal. Und da greifen sie auch gern mal an. Aber solange sie so voll wie jetzt sind, denke ich nicht, dass die sich irgendwie hier trauen, was zu machen. Weil die sind ja zum Teil unterbesetzt schon, kann man schon sagen. So, da kommen die Goldbarren, jawohl. So sehe ich das natürlich auch gern. Wie viele Oberleutnants haben wir jetzt? Halt falsch hier. Zack, zack. Da. Oh, vier. Okay. Das ist nicht viel, ne? Ach, ich kann auch so switchen, stimmt. Das ist ja jetzt wirklich nicht viel. Gold habe ich viel, das ist gut, 50. Aber nicht viel zu fressen. Also zumindest mal im Lager ist nicht viel. Sollte ich da vielleicht auch nochmal drum gucken, dass da ein bisschen was rankommt. Zum Beispiel mit einer Farm oder so. Wo könnte man denn da noch eine hinbauen? Hier ist ja nirgends Platz. Hier wäre noch Platz. Schön am Wasser. Perfekt. Bauen wir hier noch eine Farm hin. Getreide ein bisschen abbauen. Das wäre eine Idee. Was fehlt denn noch? Klar, dadurch fehlt Mehl. Jetzt warten wir mal ab, was das Getreide ausmacht, ob dann ein bisschen mehr geht. Was ist? Was? Der traut sich hier noch was zu machen, großartig. Alter, willst mich verarschen? Der baut hier einfach ein Gebäude hin. Ich habe Weg verloren dadurch. Junge, Junge. Ich hoffe, dass das Gold wenigstens noch angekommen ist. Einer. Boah, sollte man dich gerade angreifen, ey. Also sie leben noch. Also man hörte, sie pflanzen sich fort und versuchen immer noch ein bisschen Gebiet einzunehmen. Was denen arg viel nicht nützen wird. Es geht. Gehen die Rohstoffe aus, war absehbar. Reiß mal ein. Wir haben ja noch eine Goldmine hier drüben stehen. Eisenmine. Haben wir da oben noch eine? Läuft die noch? Die läuft sogar noch zu 82%. Die läuft sogar noch gut. Wie sieht's aus mit unserer Kohle? Die wäre fertig. Da wird auch bald ein Gastarbeiter kommen und in Betrieb nehmen, das ganze Teil hier. Und dann kriegen die wieder ein bisschen Kohle mehr, ne? Eieiei, die haben ja gar nichts mehr hier. Könnte man sich ja gerade überlegen, nochmal eine Schmelze irgendwo hin zu basteln. Aber es ist das Problem, ich habe hier keinen Platz für eine Schmelze. Oh, schade. Das Terrain ist etwas bergig, hügelig, steil. Scheiße, einfach nur Kacke.
Obwohl, hier könnte ich doch noch eine Schmelze hinbauen. Der würde dann auch das Zeug darüber bringen. Wenn dann nämlich Kohle kommt von dort oben, von hier, dann haben wir ja genug. Eisen haben wir genug im Lager, das könnten sie dann auslagern. Komm, wir bauen hier noch eine Schmelze ran. Ja. Wieso auch nicht? Nicht allzu steil. Ist vielleicht auch besser. Da gibt aber auch nicht viel Kohle da drüben, ey. Trotz, dass hier zwei Kohlewerke stehen. Bergwerk. 2, 2, 3. Gut. Drei Leutnants habe ich mehr. Können wir hier angreifen. Bei dem Fall, dass irgendwas sein sollte, habe ich ja welche im Ersatz. So, in dem Fall zwei. Da ist da einer raus, oder wie? Na sowas. Wollen wir uns mal das hier noch. Ihr habt Gold, das ist Motivation. Die anderen sind wahrscheinlich alle demotiviert. Oh ja. Und wie? Ha! Das war's schon. Schon eingenommen. Ohne Verlust. Perfekt. Was bist denn du jetzt noch hier? Will er sich jetzt hier auch noch breit machen, oder was? Sieg. So, dann würde ich sagen, werde ich hier mal einen ganz kurzen Schnitt machen. Bleibt dran, wir sehen uns gleich wieder.